Ja, hallo liebe Wohnmobilfreunde. Nachdem ich mein Pössl im Mitte November abgestellt habe und ich da jetzt 3 Monate an der Ostsee verbracht habe, bin ich nun mal gespannt, wie mein Pössl den Winterschlaf überstanden hat. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Ja, und da steht er. Von außen sieht ja alles fit aus. Und gleich kommt der spannende Augenblick, ob die Schiebetür aufgeht. Sieht hier noch alles ein bisschen frostig aus. Über Nacht war wohl wieder ein bisschen Reif runtergekommen. Aber die Sonne geht ja schon auf. So, das funktioniert ja schon mal. Da ist er. Und hinein. Naja, wenn ich mir das Dachfenster so angucke, bin ich mir auch noch gar nicht so ganz sicher, ob die Solaranlage arbeitet. So, da werde ich jetzt mal gucken, was die Batterien sagen. Mal anmachen. Na, es geht doch 2/3 voll. Die Aufbaubatterie. Fahrzeugbatterie auch. Wasserstand ist natürlich bei 0. So, dann mache ich das mal schnell wieder aus. Und dann schaue ich mir mal den Rest an. Ja, das war ja mächtig kalt jetzt hier im Winter. Minus 16,7 Grad. Das ist ja wie Gefrierfach. Ja, hier sieht das noch überall aus wie nach einem Bombeneinschlag. Aber das wird ja bald wieder. Ich hoffe, wir können bald wieder los. Ja, meine Reisebegleiter haben im Winter gut auf das Wohnmobil aufgepasst. Das ist einmal hier der Bulli, der auf dem Schaltknüppel sitzt. Und das ist hier der Robert, ein kleines Alpaka, was ich von meiner Tour in Schweden vom Alpaka-Hof mitgenommen habe. So, jetzt gieße ich mir erstmal einen Kaffee ein in meine schöne Schwedentasche. Die habe ich mir letztes Jahr von meiner Schwedenreise mitgebracht, wo ich 7 Wochen war. Videos findet ihr natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Den Kaffee habe ich natürlich in der Thermoskanne mitgebracht, weil ich hier im Wohnmobil noch kein Wasser habe. Aber ich hoffe, es wird bald und wir können bald wieder starten. Ja, liebe Campingfreunde, das war es jetzt mit einem kleinen Video. Ich bin also froh, es sieht alles ganz gut aus hier. Ich hoffe, dass wenn ich Wasser einfülle, auch die Wasserpumpe geht und die Toilette funktioniert. Naja, werden wir mal sehen. Ich werde davon berichten. In Kürze werde ich auch ein Video einstellen von meinen Reisen, die ich im Jahr 2020 gemacht habe. Ich war immerhin 118 Nächte in dem Pössl unterwegs, also 7 Wochen Schweden, 5 Wochen eine Deutschlandtour zusammenhängend und dann war ich nochmal an der Elbe, im Harz und in Hannover-Schmünden und ja, da wisst ihr sicherlich auch schon Bescheid teilweise, da sind ja Videos, die ihr euch angucken könnt. So, und dann hoffe ich jetzt für uns alle, dass es bald wieder losgeht, ja, und wünsche euch ein erfolgreiches Wohnmobil- oder Campingjahr 2021.